Zentrale an alle. Eine Anwohnerin hat eine vermummte Person mit einem Gewehr auf dem Nachbargrundstück herumschleichen sehen. Amtsweg 13. Wer kann fahren? Der 3412 fährt. Hallo? Hallo, ist jemand da? Herr Lorenz? Oh Gott, das war wirklich ein Schuss! Ist jemand zu Hause? Hilfe! Herr Lorenz, bleiben Sie ganz ruhig liegen. Es ist alles in Ordnung. Es kommt auch ganz gleich Hilfe. Sie sind zu Hause? Ja, haben Sie denn nichts mitbekommen? Nein, ich bin gerade eben rein. Ich war mit dem Rad unterwegs. Was ist denn? Ich habe jemanden in Ihrem Garten mit einem Gewehr rumlaufen sehen. Dann habe ich einen Schuss gehört. Tillmann! Wir müssen rein, vielleicht läuft der Mörder hier noch rum. Aber er muss sofort ins Krankenhaus. Nein, ich habe die Polizei schon informiert. Die müssen gleich da sein. Aber das dauert doch viel zu lange. Nein, Frau Wenz. Wir müssen uns drinnen verstecken. Kommen Sie rein. Was machen Sie denn da? Alexander Holt. Herr Holt, hier ist Sandra Wenz, die Mitbewohnerin von Tillmann Lorenz. Wir haben uns gestern auf der Party kennengelernt. Ja, hallo Frau Wenz, haben Sie die Feier gestern noch gut überstanden? Herr Holt, Tillmann wurde angeschossen. Was? Bei uns auf der Terrasse. Die Polizei ist schon auf dem Weg hierher. Bitte können Sie so schnell wie möglich kommen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Polizei ist da. Ich bin in 20, spätestens 25 Minuten bei Ihnen, ja? Super, vielen Dank. Bis gleich. Wiederhören. Tillmann Lorenz, der ist frischgebackener Jurist, der hat eine Station seines Referendariats bei mir abgeleistet. Ich war auch irgendwie sowas wie ein Mentor für ihn. Wir haben gestern Abend bei ihm zu Hause noch das Bestehen seines zweiten Staatsexamens gefeiert. Und jetzt soll jemand auf ihn geschossen haben? Wer macht denn sowas? Frau Hofer, Sie müssen keine Angst mehr haben. Meine Kollegen haben alles abgesucht, der Täter ist verschwunden. Sie sagten, Tillmann Lorenz wohnt hier mit drei Frauen in einer Art WG? Praktisch als Hahn im Korb. Mit einer von denen ist er seit langem zusammen, Lena Hollmann. Aber die Frau, die eben noch hier war... Sandra Wenz. Ja, wenn Sie mich fragen, die hat die ganze Zeit auch ein Auge auf Herrn Lorenz geworfen. Und die dritte im Bunde? Charlotte Bieber. Bei der weiß ich nicht so genau, aber ich glaube eher nicht. Guten Tag. Ach, hallo, Herr Kommissar Aurich. Echter Holt, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Tillmann Lorenz war bis vor kurzem da bei mir. Die Frau Wenz hat mich informiert, was passiert ist. Wie ist denn der Zustand von Herrn Lorenz? Der Notarzt sagt, er ist außer Lebensgefahr, muss aber dringend operiert werden. Er ist gerade auf dem Weg ins Elisabeth-Krankenhaus. Frau Hofer, die Person, die durch den Garten geschlichen ist, können Sie die vielleicht näher beschreiben? Sie war vermummt und es ging ja auch alles sehr schnell. Aber wenn Sie mich fragen, das war die Frau Wenz. Ja, sie kam ja nur ein paar Minuten nach dem Schuss nichtsahnend nach Hause. Und dann hat sie eben noch darauf bestehen wollen, den Herrn Lorenz selbst ins Krankenhaus zu bringen. Wir werden das überprüfen, Frau Hofer. Aber noch mal zu gestern Abend, Herr Holt. Hier hat eine Feier stattgefunden. Ja, richtig. Tillmann Lorenz hat das Bestehen seines zweiten juristischen Staatsexamens gefeiert. Groß gefeiert? Nein, eher eine kleine Party. Also ich war da, seine Lebensgefährtin, die anderen beiden Mitbewohnerinnen.
Ja, und dann waren noch drei alte Studienfreunde von Herrn Lorenz da aus Bamberg. Irgendwelche Auffälligkeiten, irgendetwas, was auf den Mordversuch hindeuten könnte? Das lieber. Alles klar. Ja. Na klar. Das ist echt super gemacht. Darf ich mal um die Aufmerksamkeit aller bitten? Machst du kurz die Musik leise? Nur ganz kurz, lieber Tillmann. Zuerst möchte ich Ihnen von Herzen danken für Ihre tolle Mitarbeit während Ihrer Referendarzeit bei Gericht. Und dann habe ich großen Respekt vor Ihrem glänzend bestandenen zweiten Staatsexamen. Hierzu meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft, sowohl beruflich, da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass das was wird, aber auch privat sollen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Aber auch da habe ich im Grunde keinen Zweifel, wenn ich Ihre reizende Partnerin sehe, die treu an Ihrer Seite steht. Ein wahres Traumpaar. Also, lieber Tillmann, alles, alles Gute. Als hätte Tillmann irgendeine böse Vorahnung gehabt. Also keine Streitereien oder irgendetwas in die Richtung? Nein, das war eine rundum harmonische Feier. Und diese Studienfreunde von Herrn Lorenz aus Bamberg, wo sind die? Die sind nach dem Frühstück um kurz nach 9 mit ihrem Auto wieder abgereist. Eine gute Beobachtungsgabe haben sie. Na, auf jeden Fall werden wir überprüfen, ob die Männer direkt nach Bamberg gefahren sind. Was ist denn hier los, Herr Frau Heumann, auf Tillmann ist geschossen worden. Was? Keine Angst, er lebt. Er ist ins Krankenhaus gebracht worden. Guten Tag, Kriminalpolizei. Sie sind die Lebensgefährtin von Herrn Lorenz, richtig? Ich muss Sie das jetzt fragen. Wo kommen Sie denn her? Ich war beim Einkaufen. Darf ich? Frische Markt Meier, Finkenallee. Abkassiert um 11.23 Uhr. Waren Sie mit dem Auto dort? Nein, zu Fuß. Von zu Hause aus oder waren Sie vorher noch woanders? Von zu Hause aus. Nun, zum Frischen Markt Meier brauchen Sie zu Fuß ungefähr 10 Minuten. Sag's mal, worauf wollen Sie überhaupt hinaus? Meinen Sie denn, Frau Heumann selbst hat auf Ihren Lebensgefährten geschossen? Herr Holt, als Richter sollten Sie wissen, dass ich als ermittelnder Beamter alle Möglichkeiten ausloten muss. Was ist denn mit Tillmann? Wie geht es ihm? Also er ist außer Lebensgefahr. Er müsste jetzt eigentlich gerade operiert werden. Sobald es möglich ist, werden wir ihn im Krankenhaus besuchen. Ja. Naja, vielleicht hat er ja auch den Schützen gesehen. Aber mal abwarten. Es bleibt nur noch eine Frage. Wo ist diese dritte Mitbewohnerin, Charlotte Bieber? Danke. So, jetzt lass mal sehen, das Schätzchen. Hier? Oder lieber... Ja. Komm, wir haben noch nichts zu verbergen, oder? Er wird sie nicht vermissen. Sicher? Sicher ist nur der Tod. Aber zu 99% wird er den Diebstahl nicht bemerken. Weil er entweder stirbt, und wenn nicht, dann wird er es nicht bemerken. Also was ist? 15.000 und die Sammlung gehört dir. Nach Abzug vom Restrisiko kann ich dir 8.000 bieten. Aber nach Katalog sind die Dinger mindestens 15 wert. Theoretisch. Aber Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Hast du jemanden, der nachfragt? Kennst du jemanden, der dir 15.000 gibt? Dann bin ich raus, kein Problem. Wie soll ich das machen? Ich kann die Dinger doch nicht einfach inserieren. So, und das meinte ich mit Restrisikoabzug. Letztes Angebot, 10.000 brauchst die Kralle. Machen oder nicht machen. Okay. Gut. Dann gehe ich jetzt nach oben und hol die Kohle und du wartest hier, ja? Hey Sandra. Was? Was ist mit Tillmann? Er lebt. Und wo ist er jetzt? Im Elisabeth-Krankenhaus.
there's a time and a place to let your mind drift and get out of this place. I believe there's a day and a place. Jawohl, ich bin sofort mit hierher gefahren. Ja, ich weiß. Ich mach mich da mal auf den Weg. Ich muss den Schock selbst erstmal verdauen. Herr Dr. Heimes, Kommissar Holt, mein Name. Wir haben miteinander telefoniert. Das ist Richter Alexander Holt. Grüß Sie. Herr Lorenz hatte großes Glück. Das Herz wurde nur knapp verfehlt. Wir haben das Projektil aus dem Brustraum entfernt. Herr Holt, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, ich bin von der Kriminalpolizei. Kommissar Aurich, mein Name. Herr Lorenz, fühlen Sie sich denn imstande, eine Frage zu beantworten? Haben Sie den Schützen vielleicht gesehen? Nein, ich war bei mir zu Hause auf der Terrasse, mich auf die Liege gesetzt. Mehr weiß ich nicht. Bin dann erst hier wieder aufgewacht. Sag mal, glaubt ihr, ihr könnt mich mit Herrn Holt ganz kurz alleine lassen? Haben Sie denn wirklich keine Ahnung, wer auf Sie geschossen haben könnte? Nein. Aber Sie könnten mir einen Gefallen tun. Ja. Bei mir zu Hause im Wohnzimmer, an meinem Schreibtisch, in der Schublade, liegt mein Testament. Sie haben ein Testament in so jungen Jahren? Sie sehen ja, wie schnell was passieren kann. Ja. Könnten Sie es mir bringen? Ich muss vielleicht kurzfristig noch eine Veränderung vornehmen. Mhm. Sagen Sie mal, gestern auf der Feier, da hatte ich irgendwie so den Eindruck, dass Sie eine Vorahnung haben, dass Ihnen was zustoßen könnte. Sie waren so... Melancholisch? Ja, kann schon sein. Ich glaube, ich war einfach nur ein bisschen gerührt, dass ich so liebe Freunde habe. Meinen Sie, das Testament könnte etwas mit dem Anschlag auf Sie zu tun haben? Auf gar keinen Fall. Da steht überhaupt nichts Besonderes drin. Sie können es gern lesen. Okay, ich besorge Ihnen das und Sie gönnen sich jetzt aber erst mal etwas Ruhe. Danke. Und noch was. In der Schreibtischschublade, da wäre auch noch mein Handy. Gut, das bringe ich Ihnen auch mit. Danke. Aber zur Ruhe kommen, Sie bekommen aber viel Besuch, Herr Lorenz. Aber bitte nicht zu lange. Der Patient braucht seine Ruhe. Ist schon okay. Herr Tillmann ist über den Berg. Nein. Nein, man weiß noch nichts. Die Kriminalpolizei ermittelt noch. Ja, natürlich sage ich euch Bescheid. Wir bleiben auf dem Laufenden, ja? Ja, okay, ciao. Tillmanns Freunde aus Bamberg? Ja. Wir waren natürlich total geschockt, als die Polizei plötzlich bei ihnen vor der Tür stand, um nach einem Alibi zu fragen. Ich nehme an, die sind direkt nach Bamberg gefahren und damit raus aus der Nummer. Ja, natürlich. Warum sollten die denn auf einen alten Studienfreund schießen? Das hätte ich auch für abwegig gehalten. Eins möchte ich Sie noch fragen. Ich habe jetzt Tillmann vor der Feier längere Zeit nicht gesehen. Hat er sich irgendwie verändert? Ist Ihnen irgendwas an ihm aufgefallen? Nein. Worauf wollen Sie denn hinaus? Also, ich hatte gestern bei dieser Feier irgendwie den Eindruck, dass mit ihm was nicht stimmt. Also, mir ist nichts aufgefallen. Dir? Lass nur, ich gehe schon. Mit Ihnen alles in Ordnung? Den Umständen entsprechen. Bitte schön. Dankeschön. Guten Tag zusammen. Ja, warum ich hier bin, Frau Heumann, auf Ihren Lebensgefährten ist eine Waffe zugelassen, ein Jagdgewehr. Ja, er hat einen Jagdschein. Was, das wusste ich ja gar nicht. Ja, den hat er ja auch schon seit 4 Jahren, da kannten Sie sich ja noch gar nicht. Er hat aber auch nie was gesagt, dass er auf die Jagd geht. Er geht auch seit 3 Jahren schon nicht mehr zur Jagd. Er hat schnell die Lust verloren. Aber warum ist das jetzt überhaupt relevant? Das Kaliber des Gewehrs, welches auf Tillmann Lorenz angemeldet ist, entspricht dem der Tatwaffe. Wo bewahrt denn Herr Lorenz das Gewehr auf? Im Waffenschrank. Zeigen Sie mir den bitte. Ja, kommen Sie mit. Schlüssel. Würden Sie den bitte holen?
Danke. Lea. Ich habe mir sowas schon gedacht. Ich glaube, oder besser bin überzeugt davon, dass das Jagdgewehr von Tilman Lorenz die Tatwaffe ist. Oh mein Gott. Dr. Reinders, kommen Sie schnell. Jemand hat die Thoraxdrainage herausgezogen. Herr Lorenz, durchhalten. Ich kümmere mich um das hier und Sie rufen sofort Kommissar Aurich. Alles klar. Are you with me? Are you with me? Herrn Lorenz geht es gut. Er ist stabil und er schläft. Es waren keine lebenserhaltenden Geräte, die ausgestöpselt wurden. Aber derjenige, der es getan hat, wusste das vermutlich nicht. Möglicherweise also ein weiterer Tötungsversuch. Jemand hat es auf Herrn Lorenz abgesehen und gibt nicht auf. Wer war denn zuletzt auf Besuch hier? Also als ich vorhin gegangen bin, da kam gerade Charlotte Bieber, die dritte Mitbewohnerin der WG. Ach, die Blonde mit den kurzen Haaren. Die war zum Zeitpunkt des Schusses nicht zu Hause und jetzt ist sie die letzte, die Herrn Lorenz gesehen hat. Ich schreibe die sofort zur Fahndung aus. Ich will die umgehend vernehmen. Ja? Ich soll mich bei Ihnen melden? Allerdings. Setzen Sie sich. Danke dir, du kannst gehen. Auf Fragen, mit denen Sie sich selbst belasten könnten, brauchen Sie nicht antworten. Frau Bieber, ich mach's kurz. Sie haben heute Mittag den Schlauch bei Tilman Lorenz rausgezogen. Was? Nein. Aber was heißt Schläuche rausgezogen? Ist Tilman tot? Nein, er hat's überlebt. Und heute Vormittag, als der Schuss auf Tilman Lorenz abgegeben worden ist, waren Sie nicht zu Hause. Wo waren Sie da? Spazieren. Zeugen? Nein. Was soll das alles? Ich verstehe das Ganze nicht. Ich habe überhaupt kein Motiv, Tilman umbringen zu wollen. Okay. Und wer meinen Sie, hat ein Motiv? Lena vielleicht. Tilmans Lebensgefährtin? Die beiden lieben sich. Wieso sollte die Motiv haben? Ex-Lebensgefährtin. Tilman hat sich kürzlich von Lena getrennt. Was? Also davon weiß ich nichts? Sollte auch keiner wissen. Hey. Ist was mit Tilman? Er hat sich von dir getrennt, oder? Lena, wir sind Freundinnen. Es ist aber anders, als du denkst. Und was denk ich? Dass er mich nicht mehr liebt. Vielleicht liebt er dich zu doll und hat Angst vor zu viel Nähe, Enge oder irgendwas. Kann doch alles sein. Also er hat Schluss gemacht. Bitte sag's niemandem. Jetzt habe ich mein Versprechen nicht gehalten. Aber was soll ich denn tun, wenn Sie mich verdächtigen? Wenn das irgendwie eine Rolle spielt, Sie haben die Info nicht von mir, okay? Nein. Danke, Sie können gehen. Gut. Ich will einfach nach Hause. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sagen Sie heute, denken Sie, dass sie die Wahrheit sagt? Also die Sache mit dieser angeblichen Trennung, die kann ich eigentlich kaum glauben. Wenn das so ist, werde ich Sie mal observieren. Ja. Sie finden alleine raus? Ja, klar. Danke. Wiedersehen. Also ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, was ich von Charlotte Biebers Aussage halten soll. Ich werde jetzt aber nicht mehr ins Krankenhaus fahren, um das mit Tilman abzuklären, mit dieser angeblichen Trennung von Lena. Denn der Arzt hat darum gebeten, heute von allen weiteren Besuchen abzusehen, damit er sich erholen kann. Stattdessen werde ich versuchen, einen Blick auf Tilman Lorenz Testament zu werfen. Vorhin kam ja der Anruf des Kommissars dazwischen, als ich ihm gerade diese Bitte erfüllen wollte. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass der Kommissar Beamte zur Sicherheit von Tilman abgestellt hat. Denn so viel ist klar. Irgendjemand trachtet nach seinem Leben.
Hey, bist du da? Okay, ich muss mit dir reden. Gut, bis gleich. Was gibt's denn so Wichtiges? Ich hab's mir anders überlegt. Ich will die Münzen zurückkaufen. Das geht nicht. Das Geschäft ist abgewickelt. Ich hab auch keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Denk dran. Wir kennen uns nicht. Wir haben uns noch nie vorher gesehen. Ergo, wir haben nichts miteinander zu tun. Klar? Ich muss meinem Haus treten. Ach, Herr Kommissar, hallo. Was tun Sie hier? Ein bisschen runterkommen, eine Kleinigkeit trinken. Wer war der Mann eben? Der ist nur gerade zur Toilette. Ja, ich wollte auch gerade wieder gehen. Sie bleiben genau da stehen und rühren sich nicht vom Fleck, ist das klar? Was ist, Mäuschen? Darf ich dich zum Gedeck einladen? Danke, nein. Ich bin schon in Begleitung. Der Mann, den ich meinte, der ist verschwunden. Wer war das? Was tun Sie hier? Na gut, Frau Bieber, wie Sie wollen. Dann kommen Sie mit aufs Kommissariat, reden wir da weiter. Jetzt sagen Sie mir, was Sie wirklich in der Kneipe wollten. Wirklich nichts. Sie lügen. Und ich erinnere Sie daran, dass Sie für den ersten Tötungsversuch an Tilman Lorenz kein Alibi haben. Lernen Sie Ihre Tasche aus. Los. Das sind gut 10.000 Euro. Genau 10.000. Also gut. Ich habe Schulden und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich habe Tilman, also Herrn Lorenz, eine Münzsammlung gestohlen. Ich wusste, wo sie ist und ich wusste auch, dass er nie danach schaut. Er hätte sie nicht vermisst. Da kommen wir der Sache ja schon näher. Und zur Tatzeit, wo waren Sie da wirklich? Da war ich in der Kneipe und habe die Münzen an diesen Mann dort verkauft. Ah, und haben Sie dann noch mal probiert, was rauszuholen? Nein, ich wollte den Verkauf zurückziehen. Klar, rückgängig machen. Ja, ich hatte ein schlechtes Gewissen, jetzt, wo das mit Tilman passiert ist. Ein schlechtes Gewissen? Ja. Wie heißt der Mann? Manne Eckers. Manne? Ja, richtig, Manfred Eckers. Wissen Sie, wo Herr Eckers wohnt? Frau Bieber, ich rate Ihnen, kooperieren Sie mit mir. Er wohnt im Haus über der Kneipe. Das ist ja interessant. Deswegen ist er das letzte Mal auch so schnell verschwunden. Der ist über das Treppenhaus abgehauen. Bleibt nur noch die Frage, ob Sie mir die Wahrheit sagen. Das ist die Wahrheit. Ich wollte doch nur, dass das nicht rauskommt. Frau Bieber, ich werde das überprüfen. Und so lange bleiben Sie im Kommissariat, verstanden? Pass auf Sie auf. Das Grundstück mit Villa vererbe ich samt Inventar Lena Hollmann. Ja? Finden Sie, was Sie suchen? Ja, danke. Ich habe die Krankenhaus-Tagegeldversicherung schon gefunden. Möchten Sie vielleicht was trinken? Das ist sehr lieb, aber danke, nein. Ich bin eh gleich fertig hier. Also das Grundstück mit der Villa vererbt der Lena Hollmann. Und Sandra Wenz bekommt seinen Wagen. Und dann ist da noch die Münzsammlung aus dem Nachlass seiner Eltern. Und die bekommt Charlotte Bieber. Er weiß, dass sie Schulden hat und dass sie durch den Verkauf der Sammlung diese Schulden begleichen kann. Dieses Testament ist erst vor einer Woche geschrieben worden. Mir kommt das alles sehr seltsam vor. Laut Aussage von Charlotte Bieber soll Tilman Lorenz sich von seiner Lebensgefährtin Lena getrennt haben. Wobei, ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht so recht glauben, denn gestern Abend haben die beiden noch so richtig herzlich miteinander gewirkt. Aber wenn das Trennungsgericht stimmt, dann vermacht er ihr trotzdem sein Grundstück, seine Villa hier. Das macht überhaupt keinen Sinn. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, bye-bye. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than... Versteckt euch mein Mac. Danke.
Kommen Sie denn her? Durch die Tür. Haben wir Sie erschreckt? Nee, ich war nur gerade pinkeln und ein bisschen in Gedanken. Setzen Sie sich. Hauptkommissar Aurich, wir haben bei Ihnen geklingelt. Und nachdem niemand aufgemacht hat, sind wir davon ausgegangen, dass Sie hier sind. Stimmt. Und wie kann ich Ihnen behilflich sein? Nun, Sie haben ein Geschäft abgewickelt mit einer Charlotte Bieber. Sie haben Ihre Münzsammlung angekauft. Was hab ich? Spielen Sie nicht den Ahnungslosen. Für sowas habe ich keine Zeit und schon gar keine Geduld. Herr Kommissar, ich handle nicht mit Münzen. Ach nein. Und wie heißt die Dame? Soll ich Ihnen da vielleicht noch mal auf die Sprünge helfen? Sie sind mit ihr vorhin an der Bar gesessen. Und dann plötzlich sind Sie anscheinend Richtung Toilette. Aber in Wirklichkeit haben Sie sich verpisst. Tja, gut. Die Dame wollte mir ein Ohr abkauen. Die ging mir richtig auf die Nerven. Da habe ich mich verpisst. Aber ich kenne die nicht. Das ist interessant, weil Ihren Namen kannte sie. Ich habe keine Ahnung, wo sie den aufgeschnappt hat. Diese Dame habe ich noch nie vorher gesehen. Herr Eckers, wir würden uns gerne in Ihrer Wohnung umsehen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das ganz formlos, aber wenn Sie was dagegen haben, dann habe ich ganz schnell einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Wissen Sie was? Ich habe nichts zu verheimlichen. Wenn Sie möchten. Wenn Sie Langeweile haben, der Abwasch von 3 Tagen ist auch noch da. Ja, und ich leiste Ihnen so lange Gesellschaft. Na, da freue ich mich aber tüchtig. Prost. Prost.